Hallo! Katzen haben in vielen Familien einen ganz besonderen Platz. Im alten Ägypten, also vor über 4000 Jahren, waren die dort wild lebenden Falbkatzen sogar heilig. Die Falbkatze gilt als Vorfahre unserer Hauskatze. Warum die Katze im alten Ägypten heilig war, welche Rassen nach der Zähmung gezüchtet wurden, und welches Verhalten noch heute auf die Herkunft aus dem alten Ägypten zurückzuführen sind, erfährst du in diesem Video. Bevor Katzen zu Haustieren wurden, waren sie ganz normale Wildtiere. Im alten Ägypten war die Falbkatze ansässig. Die Falbkatze ist etwas größer als unsere Hauskatze heute. Sie ist schlank und hat einen kleinen Kopf. Ihr Fell ist hell und nur leicht getigert. Im alten Ägypten ernährt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com